Liebe Zuseher, Zuseherinnen, das ist heute ein sehr wichtiges Thema, das ich in diesem Video bespreche. Aber vorab etwas anderes. Was macht ein Wiener am Morgen? Er trinkt seinen Kaffee. Und dazu gibt es gute Wiener Kaffeehaussitte, ein Glas Leitungswasser. Und dieses Glas Leitungswasser verwende ich, um meine Tablette besser schlucken zu können. Ich nehme täglich ein Mittel gegen Bluthochdruck und ob dieses wirksam ist, können wir leicht überprüfen, indem wir den Blutdruck messen. So. Wie das Medikament heißt, spielt keine Rolle, denn ich betreibe hier keine Werbung. Ich möchte nur erwähnen, es ist ein Generikum. Was ist ein Generikon? Ein Generikon ist ein Medikament, das von einer anderen Firma, nicht jene, die das Medikament entwickelt hat, vertrieben wird. Der Patentschutz ist abgelaufen und Generika sind billiger als jene von der Originalfirma. Wie viele Deutsche oder Österreicher nehmen täglich Medikamente? Naja, viele. Mein Blutdruck ist 120 zu 80 und so soll das sein. Das Mittel wirkt also. Viele ist eine unklare Aussage. 2017 gab es eine Umfrage bei 635 Erwachsenen und 22% aller Österreicher nehmen täglich ein Medikament. In Deutschland gab es eine größere Umfrage 2017 an 13.000 Erwachsenen und da stellte sich heraus, dass jeder Vierte regelmäßig drei oder mehr Tabletten eines Medikamentes, eines Arzneimittels pro Tag einnahm. Aber was ist ein Arzneimittel? Ein Arzneimittel hat zwei Komponenten. Das ist einerseits das Pharmakon, die Wirksubstanz, also hier in meinem Fall ein sogenannter AT2-Blocker, Angiotensin-2-Rezeptoren-Blocker und Hilfsstoffe. Hilfsstoffe können sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel wenn Sie eine Salbe nehmen, dann braucht Sie eine Salbengrundlage, das wäre Vaseline, wo der Wirkstoff, das Pharmakon, die Wirksubstanz aufgelöst ist. Oder wenn wir zwei Phasen mischen, Fett und Öl, auf der einen Seite Wasser, auf der anderen Seite, dann würden sich diese trennen, dann brauchen wir Emulgatoren. Also wir Hilfsstoffe können sehr unterschiedlich sein. Noch allgemeine Begriffe. Es gibt zwei grundlegende Begriffe in der Pharmakologie und Toxikologie. Ich habe auch mein tolles Lehrbuch mit, das ich immer verwendet habe, als ich noch aktiv war. Und diese sind Pharmakokinetik und Pharmakodynamik. Pharmakokinetik ist die Wirkung des Lebewesens auf das Pharmakon. Das heißt, es wird aufgenommen, wenn es geschluckt wird, über den Darm, das heißt Resorption, dann im Körper verteilt, über den Blutweg. Es kann gespeichert werden oder es kann ausgeschieden werden oder beides. Ausscheidung meist über die Nieren, das heißt im Wasser, im Harn oder über die Leber. Die Pharmakodynamik ist das Gegenteil. Es ist nicht die Wirkung des Lebewesens auf das Pharmakon, sondern die Wirkung des Pharmakons auf das Lebewesen. Lebewesen deshalb so allgemein, denn es sind ja nicht nur Menschen, die von Arzneimitteln betroffen sind, sondern auch Parasiten zum Beispiel, Würmer, die im Darm sind, die dann ebenfalls eine Wirkung des Pharmakons erleiden oder Bakterien. Diese Wirkung kann sehr unterschiedlich sein. Meistens, wie schon erwähnt, geht es über Rezeptoren. Aber es gibt auch andere Wirkungen. Und wichtig ist hier, kann das Mittel die Blut-Hirn-Schranke überwinden? Wirkt es auf die Neurotransmitter? Hat es eine hohe therapeutische Breite? Das heißt, ist der Abstand zwischen der Dosis, die die Wirkung erzeugt, bis zur Vergiftung groß? Das wäre erwünscht und so weiter. Bei den Arzneimitteln
Entwicklung gab es einen kritischen Punkt, die Wasserscheide, die im Jahr 1977 erreicht wurde. Da gab es nämlich einen Vorfall, nämlich den sogenannten Contergan-Skandal. Contergan war jetzt das Arzneimittel, das Thalidomid erhielt, und das führte, Sie sehen hier in diesem Buch dann die Fotos, zu einer schrecklichen Missbildung der Kinder im Mutterleib. Sie kamen ohne Extremitäten, ohne Arme, ohne Beine auf die Welt. Und diese Nebenwirkung, die kann man nicht vertuschen, weil das sonst nicht auftritt. Und es gab einen Riesenskandal, Prozesse und eine rechtliche Änderung ab 01.01.1978. Vorher wurde nur überprüft, ob das Medikament auch den Wirkstoff enthält, chemisch, der angegeben ist und in der erforderlichen Menge. Ab jetzt gab es ein spezielles Zulassungsverfahren. Das Zulassungsverfahren für Pharmaka wird in Deutschland vom PEI, vom Paul-Ehrlich-Institut durchgeführt. In Österreich ist das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zuständig. Damit Sie besser verstehen, wie diese Zulassung vor sich geht, habe ich hier den Ablauf für Sie skizziert. Und er beginnt mit der chemischen Synthese und Analyse des Wirkstoffes, der Beifügung von Hilfsstoffen. Die pharmazeutische Qualität wird überprüft. Dann wird in vitro, das heißt im Reagenzglas, gearbeitet, zum Beispiel eine Zellkultur mit dem Wirkstoff versehen. Dann kommen Tierversuche. Und erst nach dem Tierversuchen kommen die Studienphasen Römisch 1 bis Römisch 3, wo Menschen benutzt werden als Versuchspersonen, als Probanden. In der Studienphase 1 geht es um gesunde Menschen. Ich habe hier auch eine Übersicht im Vergleich dieser drei Studienphasen. In der Phase 1 werden nur wenige Menschen untersucht. Sie sind junge, gesunde. Es wird die Verträglichkeit überprüft und das, was Sie schon gehört haben, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik mit sehr hohen Dosen, damit man rasch sieht, wo Vergiftungserscheinungen auftreten könnten. Nach der Studienphase 1, gesunde Menschen, wird in der Studienphase 2 erstmals ein Patientengut behandelt, das heißt ausgewählte Patienten, 100 bis einige 100, erhalten das Medikament. Die Dosis ist jetzt niedriger als zuvor, aber noch immer höher als die spätere Normaldosis. Und man schaut, ob das Medikament diesen Patienten hilft. Es werden hier Surrogatparameter verwendet, das heißt nicht die, zum Beispiel auf die es ankommt, wie bei Zytostatika wäre es, der Mensch überlebt länger den Krebs, sondern andere, die rascher greifbar sind und leichter dokumentierbar, nämlich Tumorgröße nimmt ab. Das wäre hier der Parameter, der den Erfolg garantiert. Und so sammelt man in der Studienphase 2 an einigen Patienten erste therapeutische Erfahrungen. In der Studienphase 3 werden viele Menschen behandelt und hier gibt es eine exakte Methodik. Es werden randomisierte Doppelblindstudien durchgeführt. Randomisiert bedeutet, die Patienten werden nach dem Zufallsprinzip verteilt und doppelblind bedeutet, weder der Arzt noch der Patient weiß, ob er das echte Arzneimittel, das Verum, oder das Scheinmedikament, das Placebo, erhalten hat. Und da viele Menschen betroffen sind, wird diese Studie multizentrisch an verschiedenen Orten durchgeführt. Der Sinn der Phase 3 ist die Bestätigung, dass das Arzneimittel wirkt, aber auch sicher ist und keine schweren Nebenwirkungen nach sich zieht. Im konkreten Fall zum Beispiel bei der Pfizer-Zulassung wurde in der Phase 3 ein Patientenkollektiv von 43.000 akquiriert.
Da wurden 5.000 ausgeschieden und die 38.000 wurden dann jeweils zu 19.000 in die Währunggruppe und in die Placebo-Gruppe zugeteilt. Pfizer, die Comirnaty Covid-19-Impfstoff. Und wenn diese Zulassung in der Studienphase 3 erfolgreich verläuft, dann wird ein Zulassungsantrag gestellt in der EU an die EMA, European Medicines Agency in Brüssel. Sie haben das schon gesehen in diesem Paper hier. Und dann wird ein Gutachten eingeholt, der CEHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use. Das läuft so ab, erste Evaluierung, das heißt eine Übersicht, dann stellt die Kommission, das Komitee Fragen und will Antworten von dem Erzeuger, da gibt es einen Verfahrensstopp und dann folgt, wenn alle Fragen befriedigend beantwortet sind, eine zweite Evaluierung und dann die Zulassung. Das dauert circa ein Jahr lang, dieses Verfahren, also eigentlich 277 Tage. Und ein Medikament kann abgelehnt werden oder zugelassen werden oder wie die Impfstoffe gegen Covid-19 bedingt zugelassen werden, das heißt vorläufig. Und dann darf das Medikament vertrieben werden, nachdem das Paul-Ehrlich-Institut oder in Österreich das Bundesministerium für Gesundheit seinen Sanktus gegeben hat. Und dieses Verfahren hat bisher immer etwa 11 Jahre gedauert. Dann wird an vielen Patienten das Arzneimittel verwendet. Es erfolgt aber eine sogenannte Prüfung auch nach der Zulassung, das heißt Phase 4 jetzt, und mittels Überwachung durch die Pharmakovigilanz. Das heißt, Pharmakovigilanz ist ein Fremdwort für Arzneimittelüberwachung. In Österreich zuständig ist das BASG, Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Und dieses hat dann die Probleme zu dokumentieren und bei den Nebenwirkungen zu entscheiden, ob sie durch das Arzneimittel verursacht waren, wobei es 4 Kategorien gibt: gesichert, wahrscheinlich, möglich und unwahrscheinlich. So läuft das alles ab. Wie ist es jetzt bei den Covid-Impfungen abgelaufen? Der erste Fall trat in Wuhan, China, laut Übereinstimmung am 1. Dezember 2019 auf. Und bereits am 27.12.2020 wurden in Österreich, in Wien, im Allgemeinen Krankenhaus, im AKH, vor laufender Fernsehkamera ausgewählte Patienten werbewirksam geimpft. Das heißt, es war ein Jahr später das Medikament bedingt zugelassen und wurde eingesetzt. Das ist etwas anderes als dieser Vorgang in den 11 Jahren. Man spricht von sogenannten Teleskopverfahren. Sie erinnern sich, Teleskop, Fernrohr. Früher gab es diese Fernrohre, die man so ausgezogen hat, um durchzusehen, und dann konnte man sie zusammenschieben und damit war das Fernrohr kleiner und möglich leichter zu transportieren. Und hier wurde auch das sogenannte Teleskopverfahren angewandt. Das heißt, diese ganzen Schritte, die ich Ihnen aufgezählt habe, wurden nicht nacheinander, sondern gleichzeitig komprimiert durchgeführt. Also in vitro, Tierversuch, Studienphase 1 bis Römisch 3, Zulassungsantrag gleichzeitig und so weiter, sodass keine Zeit verloren wurde. Die Besonderheit der Covid-19-Impfung ist, dass neue Technologien angewandt werden, dass die Messenger-RNA-Vektor-Impfstoffe und neue Hilfsstoffe eingeführt wurden, die Nanolipid-Technologie und anderes. Eine Besonderheit ist auch, dass erst die Dokumente über diese klinische Phase 3-Prüfung nicht der Öffentlichkeit vorlag, sondern dass es in den USA eines Gerichtsbeschlusses benötigte, um sie überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich und einsehbar zu machen. Die Regierung hat uns versprochen, die österreichische Regierung wohlgemerkt, dass wir einen Game Changer haben. Also die Impfung wird Covid-19-Erkrankungen beenden. Ich sage Ihnen nur die Zahlen, nageln Sie mich nicht fest, die Zahlen ändern sich immer je nach Quelle und nach Datum.
In 2020 gab es 6.312 Covid-Tote bei 0% Geimpften, außer den paar vor der Fernsehkamera also. In 2021, wo 65% geimpft waren, würde ich erwarten, andere denken offenbar anders als ich, dass jetzt die Zahl der Toten absinkt, weil ja ein Impfschutz gegeben ist, aber es gab stattdessen mehr Tote, 7.857 Covid-Tote. Das spricht meiner Ansicht nach nicht für die Impfung. Jetzt kommt also das übliche Blabla dazu über die Varianten und das erklärt ja angeblich alles. Okay, soweit, so gut. Das war also Arzneimittelentwicklung und das Zulassungsverfahren. Jetzt kommen wir zur Frage, was ist eine Nebenwirkung? Und es wird Sie vielleicht erstaunen, dass die meisten meiner Kollegen ärztlicher Art und auch Apotheker oft keine besondere Ahnung darüber haben. Das ist jetzt keine üble Nachrede, sondern eine praktische Erfahrung, weil sie sich nicht mit den Gesetzen beschäftigen. Es gibt das Arzneimittelgesetz und in der heutigen Fassung gibt es hier einige Bestimmungen, die ich Ihnen kurz nahebringe. Im Paragraphen 2b ist definiert, was eine Nebenwirkung ist. Nebenwirkung eines humanen Arzneimittels ist eine schädliche und unbeabsichtigte Reaktion auf das Arzneimittel. Was wäre hier eine Nebenwirkung bei meinem Blutdruckmedikament? Wie komme ich drauf, was hier die Nebenwirkung ist? Sie wissen, es gibt diese Patienteninformation, dort kann man es nachlesen. Und da habe ich nachgelesen, dass eine häufige Nebenwirkung ist, das heißt, es tritt bei einem von 10 Patienten auf, zum Beispiel Schwindel oder Kopfschmerzen. Das ist eine schädliche, nicht besonders schädliche, aber doch schädliche und unbeabsichtigte Reaktion auf das Arzneimittel. Also eigentlich müsste man in 10% der Fälle melden, dass das aufgetreten ist als Nebenwirkung. Geschieht nicht. Weil alle sagen, ein bisschen Schwindelgefühl ist unerheblich. Im Paragraphen 75b des Arzneimittelgesetzes ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen erwähnt und es ist dort niedergeschrieben, Informationen über die Risiken von Arzneimitteln sind zusammenzutragen und diese Informationen betreffen insbesondere Nebenwirkungen. Also das steht ausdrücklich dort. Und in Paragraphen 75d, das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat alle vermuteten Nebenwirkungen, die in Österreich aufgetreten sind, bitte vermuteten, es muss nicht bestätigt sein, vermutet. Ich hoffe, Sie verstehen das Wort. Meine Kollegen verstehen es nicht. Aufgetreten sind und ihm von Angehörigen der Gesundheitsberufe oder vom Patienten zur Kenntnis gebracht werden, zu erfassen. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe haben sogar eine Meldepflicht. Das steht in Paragraphen 75g. Dort steht, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker haben vermutete Nebenwirkungen bei Menschen oder jetzt wird es interessant. Das Ausbleiben der erwarteten Wirksamkeit von Arzneimitteln, das ihnen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit bekannt worden ist, unverzüglich dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zu melden. Das macht kaum ein Arzt. Denn wenn Sie diesen Gesetzestext verstehen, dann müsste der Arzt jeden, der geimpft wurde gegen Covid-19 und der trotzdem erkrankt ist, sofort dem BASG melden, weil die erwartete Wirksamkeit ausgeblieben ist. Was ist die erwartete Wirksamkeit einer Impfung? Dass man nicht erkrankt. Okay, sind wir uns da einig, ich hoffe. Also, das Problem ist folgendes. Gemeldet werden vermutete Nebenwirkungen meistens nicht. Man weiß nicht, wie oft diese Nichtmeldung erfolgt, das ist die Dunkelziffer. In der medizinischen Literatur wird also vermutet, dass nur 5 bis 20% der Nebenwirkungsfälle gemeldet werden.
werden. Warum? Ich habe eine Liste, die kann man einblenden oder auch nicht in mein Video, das ist mir völlig egal. Aber es gibt eine Reihe von Gründen. Arzt, Apotheker kennt die gesetzliche Meldepflicht nicht. Interpretiert den Begriff vermutlich falsch, denn er sagt, ich vermute keine Nebenwirkung oder die Nebenwirkung ist nicht medizinisch bewiesen. Das ist nicht sein Job, sondern das hätte die BSG für ihn festzustellen. Oder ich muss nur schwere Nebenwirkungen melden. Was regen Sie sich auf wegen ein bisschen Fieber und einem Schmerz an der Einstichstelle? Das vergeht, seien Sie nicht so wehleidig. Oder redet es dem Patienten aus? Ja, das ist sicher keine Nebenwirkung. Den Zusammenhang mit der Impfung schließe ich aus. Oder das Zeitintervall passt nicht. Das Gesetz sieht kein Zeitintervall vor. Das ist Zufall, dass Sie gerade jetzt eine Thrombose oder Herzinfarkt bekommen hatten. In Ihrem Alter und mit Ihrer Vorgeschichte kann das jederzeit passieren. Und dass man alle meldet, die geimpft wurden, aber trotzdem erkrankt sind, ausbleiben der erwarteten Wirksamkeiten, das fällt völlig unter den Tisch. Es gibt auch diese bekannt gewordenen Chats der Ärztekammer, wo eine Ärztin sagt, ich werde dafür nicht bezahlt, ich habe Besseres zu tun. Ja. Wo liegt also das Problem? Naja, es gibt noch ein Problem. Es gibt noch ein Problem. Ich habe gegoogelt, das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Dort sind Gerüchte angeführt. Gerücht, es gibt Tote nach der Corona-Schutzimpfung. Das ist kein Gerücht. Ich habe schon über einen Fall berichtet und werde im Herbst über zwei weitere Fälle berichten. Oder Gerücht, die neuen Impfstoffe sind wegen des beschleunigten Zulassungsverfahrens nicht sicher. Das halte ich nicht für ein Gerücht, sondern das ist ein ernsthaftes Bedenken, das ich teile. Oder Gerücht, mögliche Langzeitfolgen der Corona-Schutzimpfung sind noch unbekannt. Wenn man sich diesen Text anschaut, dann liest man Folgendes. Um möglichst alle eventuellen Langzeitnebenwirkungen erfassen zu können, müsste man sehr große Studien über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, durchführen. Ja, das stimmt. Aber deshalb tun wir es nicht, heißt es circa. Stattdessen legt man großes Augenmerk auf Informationen aus den vorgelegten Studien. Der Beobachtungszeitraum dieser Studien reicht aus, um die häufigsten Nebenwirkungen festzustellen, da diese meist in den ersten 2 Monaten nach der Impfung auftreten. In den ersten 2 Monaten. Das ist interessant. Denn ich stelle Ihnen jetzt eine ganz dumme Frage. Wie lange muss man rauchen, um davon Krebs zu bekommen? Da habe ich keine exakte Anzahl von Jahren gefunden. Und da erlaube ich mir, Ihnen auch eine Werbeanzeige zu zeigen von der Firma Camel. Sie sehen hier diesen netten, sympathischen Hausarzt, der Camel raucht und 113.957 Ärzte wurden in einer nationweiten Befragung Studie befragt nach ihrer Zigarettenpräferenz und sie haben sich für Camel die Mehrzahl entschieden. Und in dieser Zeit, in der diese Werbeeinschaltung zirkulierte in den USA, haben Ärzte wie dieser auch den Patienten geraten, sie sind nervös, warum rauchen sie nicht, das hilft. Und dieser Ablauf hat sich über Jahrzehnte erstreckt. Also, der Wirtschaft ist nicht zu trauen, dass sie etwas, was schädlich ist, von sich aus beendet. Und ich denke, da es ja um hier und jetzt auch jetzt um Milliarden geht, dass wir auch der Pharmaindustrie nicht
vertrauen dürfen, wenn sie sagen, naja, wir sind sicher, dass hier keine schweren Nebenwirkungen auftreten. Ich stelle also hier diese Gretchenfrage. Wie seriös ist es, Langzeiteffekte wie Krebs oder Autoimmunerkrankungen, die nach 10 oder 20 Jahren auftreten könnten, auszuschließen, wenn der Beobachtungszeitraum vor der Behandlung der Bevölkerung ein Jahr vorher und bisher insgesamt 2 Jahre betragen hat? Wer kann das? Das ist eine rhetorische Frage. Und ich beantworte Ihnen sie aber auch selbst. Medizinische Experten können das, Regierung, die Wahrsager und Astrologen, Politiker, Journalisten und unser Gesundheitsminister Johannes Rauch, der als ausgebildeter Bankkaufmann und Jugendberater natürlich qualifiziert ist. Denn, ich muss das Zitat suchen, die Impfung ist sicher. Bitte einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass die Corona-Impfung bei den neuen Varianten zwar nicht vor der Ansteckung schützt, aber nachweisbar davor, auf der Intensivstation zu landen, an Long-Covid zu kranken oder schwer zu erkranken. Das ist so. Das ist so. Ja, meine Damen und Herren, wie rasch treten beim Rauchen die pharmakodynamischen Effekte auf, nämlich Herzinfarkt und Krebs? Nach 2 Monaten? Nach 2 Jahren? Oder nach 20 Jahren? Ich glaube, Sie kennen die Antwort und ich glaube, Sie wissen auch, dass sie manchmal gar nicht auftreten und manchmal schon. Ich halte das für das Hauptproblem der beabsichtigten Impfpflicht und ich habe vor, mich nicht gegen Covid-19 impfen zu lassen, nicht weil ich ein Schwurbler bin oder ein medizinisch Unwissender, sondern weil ich einiges über die Medizin weiß und weiß, wie seriös eine Aussage ist, nach einem Beobachtungszeitraum von 2 Monaten oder 2 Jahren, bin ich davon auf 20 Jahre hoch schließe und vorhersage. Ja, das ist die Situation, die wieder im September sein wird. Wir werden wieder mit der Impfpflicht konfrontiert werden und wir sind derzeit in Phase Römisch 4 der klinischen Arzneimittelprüfung. Wenn Sie mein Video verstanden haben, dann wissen Sie auch, warum wir in Phase 4 sind. Und Ihre Pflicht ist es, oder es wäre sinnvoll, wenn Sie jede Nebenwirkung melden, damit das Bundesamt, das BSG, darüber Bescheid weiß und auch das publiziert. Ich hoffe, diese Daten werden nicht unterschlagen. Dankeschön.